Ja, Das ist ich. immer alles spontan und könnte man ja vorher mal sich da Hieß schlau der machen. Radio? BWR 3? BWR 3, genau, BWR 3. Ja, BWR BWR 3 3. hieß der. Und dafür habe ich dann halt Radio gemacht, mich daran probiert. Und es hat mir Spaß gemacht. Und im Prinzip hat das auch so ein Teil zu den Let's Plays mit beigetragen, weil ich da schon das Freisprechen so ein bisschen geübt hatte. Obwohl, du hast ja meine ersten Anfangsvideo von YouTube gesehen. Da konnte ich noch nicht so frei sprechen wie jetzt. Nein, das würde ich nicht sagen. Es war von der Tonqualität war es so ein bisschen leiser und so, aber du hast flüssig hintereinander weggesprochen. Also mach dich da mal nie so schlecht. Also Kann ich jetzt nicht. Ist okay. ich habe sie mehr angeschaut. Ich kann Ja. das sagen. Ja, und dann halt so ein bisschen mit Radio da angefangen und mich so ein bisschen halt ans DJ-Mixen probiert. Und meine Eltern haben das ja damals auch schon mitgekriegt, dass es mir sowas Spaß macht und so. Und dann haben sie mich gefragt, und legst du vielleicht auch mal bei uns auf der und der Feier auf, im Garten? So, ich so, ja, kann ich machen. Das habe ich einmal gemacht und dann nie wieder, aus dem einfachen Grunde, ich musste den ganzen Abend Schlager spielen bei alten Ja, Leuten und die sehr schwer ich zu wollte schon begeistern sagen. waren. Und da hatte ich dann auch keine Lust drauf. Ja, und so bin ich halt mehr oder weniger auch, das hat auch so ein bisschen mit reingespielt, dass ich Let's Plays mache, wenn man so will. Ja, also um nochmal auf deine Anfangsvideos zurückzukommen, man merkt schon, dass du eine gewaltige Entwicklung durchgemacht hast, ne? Aber deine ersten Videos waren jetzt nie so, dass man sagt, oh Gott, der hat ja keine drei, fünf Wörter rausgebracht, sondern das war halt ein bisschen, Anders. warst halt noch, ja, du warst noch nicht so selbstbewusst. Oder dir deiner selbstbewusst? Ich war mir meiner. Oh. Oh. Wortspielchen hier. Gut, ne? Ja. Ich war mir meiner selbst nicht bewusst, weil ich nicht selbstbewusst war. Und mein Bewusstsein nicht ich selbst ist. Ah, psychologisch. Ja, sehr Ja, tief tiefsinnig, begründet. ne? Ja, und so Ja, war das nicht halt. schlecht. Ich Nicht weiß jetzt gar nicht, schlecht. warum habe ich das eigentlich angefangen, das zu erzählen. Ja, weil ich erzählt habe, dass du den einen Tag im Teamspeak die Community mit Ach ja, deinen genau. eigenen Mixes unterhalten hast. Ja, genau. Und ja, von da an habe ich das immer mal wieder gemacht und so, aber halt nicht so professionell. Ich habe sogar mal damit schon Geld verdient. Ja. Egal. 150 Euro. Für die Schön. Disse. Für einen Abend. Ist jetzt Nee. nicht viel, aber immerhin, ne? Das ist schon was. 150 Euro für den Abend, da kann man schon was an. Es war im Prinzip Stundenlohn 10 Euro, glaube ich. Nein, nee, gar nicht wahr. 20, oder? Wie lange habe ich denn aufgelegt? Ich glaube, ich habe 6 Stunden aufgelegt nur. Warte mal, 150 durch 6? Blablabla, Mathematik im Kopf, geht gar nicht. Ja, 25, nee, 20 Euro, irgendwie so. 150 Euro der Abend läuft. Ja. Ja, genau, und ja. Jetzt habe ich halt mal wieder angefangen damit und hatte mal Bock da drauf. Da habe ich dann Ja. drei Mixe innerhalb von 2 Stunden oder so waren sie insgesamt jetzt. Und dann hatte ich die fertig. Ja, und dann habe ich das Ja. einfach mal im TS losgespielt und losgetrellert. Muss aber auch dazu sagen, derjenige, der am meisten abgeraged hat, war Marc selber. Ja, weil ich habe mir den Mix vorher nicht angehört. Ich habe einfach nur gemacht, weißt du? Ich habe einfach nur zusammengeklatscht und geguckt, was passt, was könnte nicht passen. Und einfach nur gemacht. War auf jeden Fall sehr lustig. Und ich hatte meinen Spaß Und und ich brauchte unheimlich. das an diesem Abend. Deswegen war das auch so unheimlich für dich wahrscheinlich. Weil du mich eh nicht kanntest. Und die anderen wahrscheinlich auch nicht. Diese Nee, die Seite. waren alle so die Blicke, man hätte das einfach aufnehmen müssen. Nein. Nein. Ja. Ich brauche was zu essen. Ich verhungere schon wieder. Ja, nicht gut. Kekse! Kekse! Ich mag Kekse. Ich muss Ist ein irgendwo gutes Essen Essen. organisieren. Mag Kekse. Das ist echt mal jetzt so ganz witzig, ne? Total unvorbereitet. Ich bin nämlich gerade, kann man ja Oh, ich mal bin an der tot. Sch Das war jetzt nicht absichtlich. Palusa fiel Ne. der Schwerkraft zum Opfer. Ja, blöde Schwerkraft. Hält mich immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Ja. Nein, ich bin jetzt gerade auf was gekommen, was man mal an der Stelle erwähnen könnte. Zwar ist das dann,
wenn man die Aufnahme sieht, die Folge sieht, vielleicht schon total allen bekannt und total alt, aber ist ja egal. Ab heute, Tag heute, gibt es nämlich ein Forum für unsere Community. Ja, Da hat und nämlich der Jeffrey, der alias Blechkelle, zusammen mit der Jackie, mit der Fumofushi, ein Forum aufgesetzt, an dem, ja, wo man sich halt, wo sich alle von unseren Leuten halt, ne, treffen können. treffen können, anmelden können, quatschen können. Es ist nochmal eine neue, ganz neue Plattform, weil es gibt ja immer auch noch Leute, die kein Facebook mögen und kein Facebook wollen oder was auch immer. Finde ich eigentlich gar nicht, also richtig gut finde ich die Idee. Wäre ich gar nicht drauf gekommen, muss ich mal sagen. So blöd wie das ist, man. Ich hatte ja schon eine eigene Seite mir erstellt, eine eigene Internetseite, die ich aber nie wirklich aktiv betrieben habe, weil dann Ach einfach so. nichts los war. Und ich werde jetzt diese Internetseite bei mir rausnehmen aus der Kommentarverlinkung und eventuell auch löschen, wenn ich mal dazu komme und daran denke. Und dafür dann jetzt das Community-Forum, was er gemacht hat mit der FOMO, Genau. reinhauen. Und da werde ich dann jetzt auch Sehr meine gut. Beiträge posten, Sehr, sehr gut. Das damit es Forum da heißt, aktiv wird. ja, Forum findet man unter forum.skimline.de. Oder Ja. unten in der Videobeschreibung, Oder in der Videobeschreibung. nämlich reingehauen. Sehr gut. Deine Seite ist ja auch schon mittlerweile darüber zu finden. Ja, das sehe ich immer. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich einen von deinen Videos anklicke. Ach, guck mal, da ist ja die Seite von mir. Ja. Und, oh, wo man da, das ist ja halt auch ein gutes Stichwort. Ich finde es echt super toll, wie ihr mich unterstützt, ne? Finde ich auch. Also, das ist jedes Mal eine Freude, wenn man einen Beitrag erstellt und postet und die Leute dann halt auch wirklich zeigen, dass sie es gelesen haben. Ja. Das bedeutet mir wirklich unheimlich Ich viel. habe mir keinen Timer gestellt. Wir haben ungefähr 10 oder 11 nach um angefangen mit der Aufnahme. Okay. Ja, und wenn wir überziehen, ist nicht schlimm, weil wir brauchen ja eh Nein. Folgen. Nur nicht, dass So wir ein zu wenig bisschen. machen. Nein, ein bisschen habe ich so einen Blick gehabt. Diesmal habe ich so mit einem halben Auge auf die Zeit Wenn geachtet. ich dich nicht hätte. Dann hättest du eine andere. Nein. Das sagst du immer und immer wieder, aber und ich sage dir immer und immer wieder nein. Weißt du, was? Das macht einfach Spaß, dich zu ärgern. Wir sind jetzt Hashtag Liebespam, ich liebe dich. ja, liebe Spam, oh. Liebe dich, Lange liebe nicht dich, liebe gehabt. dich. Ja. Hashtag Liebespam. Das kannst du ganz allein. Sag das nur am Ende der Aufnahme, ne? Zwischendrin sollen doch die Leute mögen das doch gar nicht, wenn du das immer machst. Ah, natürlich. Gönn die ab. Da müssen die abkönnen. Das können sie ja mal. Ich habe ja schon gesagt, jedes Mal, wenn der Marc hier so total ins Schwärmen gerät und wieder mal total die übertriebenen Komplimente macht, dann Hashtag Liebespam. Ja, da bin ich aber gespannt, was man Was macht, hast du wenn. schon? Nee, ich war jetzt gerade am Überlegen, welchen Shader ich drin hatte die ganze Zeit. Ach so. Bin gerade wieder hier am Durchprobieren, ob ich wieder Shader ansetzen, einen anmachen kann. Den hatte ich, glaube ich, drin. Jawohl. Jo. Du wolltest noch erzählen, oh, das ist jetzt schon wieder über die erste Folge hinaus ist, aber erzähl doch noch mal, wie dir Dresden gefallen hat. Weil so richtig haben wir ja darüber noch gar nicht so richtig Dresden. geredet. Du hast zwar Dresden. gesagt, dass Dresden schön ist, aber Dresden so schön. richtig so? Ende der Dresden schön. Durchsage. Nein. Dresden fand. Also, ich fand die Stadt einfach nur klasse. Also, du hast es ja selber an meinen Augen gesehen. Also, meine Augen gingen weit auf. Ich habe mich sehr genau umgeguckt, habe auf Details geachtet, weil ich bin ja so ein kleiner, detailverliebter Mensch. Das hat sie ja auch schon erkannt. Ja. Und ich habe mir wirklich versucht, fast jeden Spruch durchzulesen, der so an den historischen Gebäuden steht und so weiter. Weil Wow, mich davon sowas haben halt wir auch sehr interessiert. viele. Ja, und mich interessiert sowas halt auch sehr. Ist egal, ob es jetzt Dresden ist, oder von mir aus Berlin, Potsdam, Rostock, München, Hamburg, was weiß ich. Ich lese mir sowas ganz gerne durch. Allein so ein bisschen, um Geschichte zu erfahren. Weil man kann in Büchern alles lesen, ja, so viel man will an Geschichte, aber das ist was anderes, wenn man live vor dem Gebäude dann steht und da das liest.
Ich erinnere mich dann allein schon an die Situation an der Dresdner Frauenkirche, wo die dieses Mauerkuppelfragment da hatten. War das ein Kuppelfragment? War ein Stück von der Kuppel, was übrig geblieben ist. Ne? Genau, das stand dann so neben der Frauenkirche. Und da war dann, so eine Zeitzeugengeschichte quasi aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Zweiter Weltkrieg. Natürlich, dran. Zweiter Weltkrieg, ja. War jemand, der vorher in der Frauenküche gearbeitet hat, als, wie nennt man das? Ich kann ja mit diesen Ämtern immer nichts anfangen. Tor? Dekan oder sowas? Ja, irgendwie sowas halt. Irgend so. Ja. Ja, und da habe ich mir das halt sehr, sehr genau durchgelesen. Ja. Wie gesagt, weil mich das halt einfach interessiert hat. Und allein dieser Zeugenbericht, der war wow. Du hast dich in der Zeit wirklich zurückversetzt gefühlt. Mhm. Als wärst du genau da, wo es passiert ist mit der Kirche, wie sie eingestürzt ist. Er hat nämlich beschrieben in dem Zeitzeugenbericht, dass seine Frau halt den Einsturz miterlebt hat und er kam halt aus dem Krieg wieder und hat nur gesehen, dass alles in Staub und Asche war. Und ja, ach, jetzt bin ich zu blöd, hier Fackeln zu machen. So. Ja, mit der Frauenkirche, das ist schon so eine Story für sich, ne? Also das ist... Ja. Wenn man sowas eigentlich hätte man... Oder hätten wir nie gedacht, die ganzen Jahre, wo diese Trümmerstücke dort als Mahnmal oder Sammelpunkt, war das ja mitten auf dem Altmarkt, in der Altstadt, mitten auf dem Markt, dort im Neumarkt ist das nicht Altmarkt, Entschuldigung. Du bist gerade sehr leise. Ich wäre leise? Ja. Oh mein Gott. Dann wäre ich wieder ein bisschen lauter reden. Die Bruchstücke von der Frauenküche, die halt noch zu retten waren, die da übrig geblieben sind, die waren ja über, was würde ich schon sagen, Jahrzehnte, da fein säuberlich so geordnet nach Größe, aber mehr war ja nicht übrig von der Frauenküche. Man hätte nie für möglich gehalten, dass die dort jeweils wieder die Frauenküche, so wie sie mal aussah und so schön vor allen Dingen wieder aufbauen muss. Eine unheimliche Arbeit, die dort verbracht haben. Und das hat auch wirklich so lange gedauert, weil das sehr, 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 sehr viel Geld gekostet hat. Und das ist komplett über Spenden finanziert. Also komplett, bisschen was vom Bund wird es da sicherlich auch gegeben haben. Aber ich liebe die Frauenkirche. Könnt ihr mir immer angucken, jedes Mal, wenn ich da davor stehe, bin ich immer total fasziniert. Ja. Von innen gefällt sie mir nicht so gut, muss ich dazu sagen. Von innen wirkt sie halt wirklich so wie so ein... also wirklich knallbunt, ja. Also gar nicht... Modern und chichi. Modern jetzt gar nicht so. Das ist alles, weil es so neu ist. Wahrscheinlich sahen früher alle Kirchen mal so aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da sind halt so ganz viele Mosaik und Bilder halt schön gemalt zwar, aber du gehst da rein und kriegst erstmal so voll den Farbflash. Ja, und oben war ich selber auch noch nicht, ganz oben in der Kuppel. Das habe ich mir auch noch, wollte ich immer mal machen, weil man da echt einen tollen Blick hat, aber ja, immer wenn ich da bin, darf man nicht rein. Ja, das wie haben... wir auch wieder den Fall hatten. Genau. Die Frauenkirche mag ich wirklich und das ist echt toll, dass sie die wieder so hingekriegt haben. Mit den alten Steinen, die noch übrig waren, haben sie an allen Stellen wieder mit eingebaut. Aber sonst haben die eigentlich so komplett wieder neu errichtet und sie trotzdem, ne, wenn du sie dir anguckst, sieht eigentlich trotzdem schön aus, ja. Ja, alt aus, sage ich jetzt mal so. Außer dass ja, es halt noch den Baustil heller halt. Sandstelle. Genau, der Baustil. Also sehr gut gemacht. Ja, wir sind dann halt. Ich bin rumgerannt, ein bisschen rumgelaufen. So die Standardsachen habe ich ihm gezeigt. Die Zwinger habe ich ihm mal gezeigt. Dresdner Zwinger. Dann hier den Fürstenlauf. Oder vielleicht kennt das der eine oder andere schon mal gesehen. Da so Mosaiko. Alle möglichen Fürsten von, weißt du noch von wann? Müsste ich jetzt nachgucken. 1300 von 13, bis... Nee, das fing glaube ich schon 1100. Ja, 97 bis 1600 jedenfalls. Bis 1600. Der Server ist auch noch nicht da. Ja, den habe ich jetzt halt den Dom in Dresden. Was noch? Ich mein die Semperoper. 1197 war auch. Wow. Ja. Ich müsste jetzt nachgucken, aber. Aber ist er, wir wollen ja jetzt hier keine Geschichtsunterricht machen. Nicht? Nein.
Das kann Aber jeder. ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Stadt ist sehr schön, aber es war einfach für einen Tag zu viel. Ja. Ich hab mir wirklich nur so die Hälfte behalten ungefähr, wenn man so Naja, ich will. habe dich ja auch jetzt mit Absicht nicht da groß da mit irgendwelchen Wissen da versucht hat zu